Schönheide ist die westlichste Gemeinde im Erzgebirgskreis, wenige Schritte weiter und man ist im Vogtland. Was das sächsische Programm Vitale Ortskerne und Ortszentren im ländlichen Raum anbelangt, gehört Schönheide zu den schnellsten Orten im ganzen Freistaat. Und weil bei diesem Förderprogramm das Budget von 10 Millionen Euro nach dem Windhundprinzip vergeben wurde, soll heißen, wer zuerst kommt, mal zuerst, bekam Schönheide eine ganz große Kelle aus dem Fördertopf. Ein großer Teil kommt dem Komplex Villa Oschatz zugute. Am Donnerstag hat Umweltstaatssekretär Herbert Wolf gemeinsam mit Landrat Frank Vogel an Bürgermeister Kai Wilhelm einen Fördermittelbescheid über 570.000 Euro für die Sanierung und den Umbau der im Ortszentrum gelegenen Villa übergeben. Sehr zur Freude auch von Alteigentümer Helmut Ebersberger, der 1944 in Schönheide eingeschult wurde, in Aue Abitur machte und 1956 in den Westen ging. Also es geht mir wirklich sehr nahe und ich bin sehr froh, dass dieses Gebäude, das mir also auch ans Herz gewachsen ist, damit eine Zukunft hat. Das Projekt beinhaltet den Umbau des denkmalgeschützten 1880 errichteten Gebäudes zu einem öffentlichen Museums- und Veranstaltungsgebäude mit Bibliothek. So sollen hier auch die Skitruhe und ein Trauzimmer untergebracht werden. Die öffentlichen Räume im Untergeschoss werden barrierefrei ausgeführt. Das spätklassizistische Gebäude gehört zu einem Ensemble von ursprünglich zwei baugleichen Villen der Familie Oschatz, die in Schönheide Ende des 19. Jahrhunderts eine Seidenstickerei betrieben hat. Der zweite Teil wird abgerissen, wobei Teile der Bausubstanz bei der Sanierung der anderen Villa Verwendung finden. Der ehemalige Hausherr Helmut Ebersberger, der heute in Frankfurt am Main lebt, wünscht dem Objekt die Realisierung dessen, was ich heute gehört habe, was geplant ist und dass viele Leute in der Umgebung auch ihre Freude daran haben, wie ich sie auch hatte. Ganz Schönheide kann sich außerdem über weiteres Geld aus dem gleichen Fördertopf freuen. 214.000 Euro fließen in die Gestaltung eines Abenteuerspielplatzes, der unter dem Motto »Schiffbrüchige im Paradies« steht. Der Spielplatz wird mit einem Schiffswrack, einem Stehkarussell, einer Bolzwand und einer Sandspielfläche sowie mit zwei Aufenthaltsbereichen mit Sitzgelegenheiten ausgestattet. Mit der Neugestaltung der Freifläche wird das Ortsbild verbessert und ein barrierefrei zugängliches Angebot geschaffen.